Sag ich, Barisic, die Wintervorbereitung ist vorbei. Wie war sie aus deiner Sicht? War zwar kurz, aber trotzdem intensiv. Leider Gottes haben wir einige verletzte Spieler in unseren Reihen, sodass man nicht der ganze Kader zur Verfügung gestanden ist. Aber die Jungs am Mitsong haben sehr gut gearbeitet und wir können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Du hast es angesprochen, es geht los am Samstag, das erste Pflichtspiel zu Hause gegen den WRC. Mit welchen Erwartungen gehst du in das Spiel? Wie siehst du den Gegner? Der Gegner ist stärker geworden, ist kompakter geworden und vor allem in der Offensive spielen etwas befreiter als noch davor. Und das macht die ganze Sache sicherlich sehr gefährlich. Wir wissen ja, dass wir uns sehr, sehr schwer getan haben in den letzten Spielen gegen den WRC. Und trotzdem ist es so, dass wir ein Heimspiel zu bestreiten haben. Und da ist es ganz, ganz wichtig, erst einmal zu wissen, wie der Gegner gegen uns agieren wird. Und zweitens einmal, wie wir spielen wollen und dass wir unser Spiel, wenn wir es schaffen, unser Spiel durchzuziehen, dann bin ich überzeugt davon, dass wir auch gewinnen können. Man hört so zwischen den Zeilen heraus, du erwartest ja auch irgendwo ein Geduldsspiel, oder? Es kommt auf uns an. Also natürlich ist es wichtig, gegen einen Gegner, der destruktiv und defensiv spielt, Geduld zu haben. Aber es kommt nur auf uns drauf an. Wenn wir es schaffen, den Gegner nach hinten zu drängen, wenn wir ein gutes Passspiel aufziehen können, wenn die Räume gut besetzt sind, wenn wir unsere Angriffe gut absichern, sodass der Gegner zu keinen Kontergelegenheiten kommt. Das sind alles so die Dinge, die wir umsetzen müssen. Und wenn wir das schaffen, diese Dinge umgesetzt haben oder umsetzen können, dann, wie gesagt, kann es sein, dass wir gewinnen, kann aber auch dauern, bis wir diesen Sieg einfahren. Thomas Murk wurde heute offiziell präsentiert. Ich nehme mal an, sichere Wette, dass er zumindest im Spieltagskader stehen wird, oder? Man kann davon ausgehen, aber man muss nicht davon ausgehen. Wir werden es so wie immer handhaben, dass die Aufstellung erst unmittelbar knapp vor dem Spielbeginn nach außen hin getragen wird. Aber wir haben noch morgen eine Trainingseinheit, da kann noch viel passieren, aber ich gehe davon aus, dass er im Kader ist. Letzte Frage, im Februar geht es Schlag auf Schlag. Wie schwer ist es da, den Fokus zu haben, immer auf den nächsten Gegner? Und wie schwer ist es dann, wie man so schön sagt, wieder in diesen Spielrhythmus zu kommen, den man im Herbst ja gehabt hat? Ja, ich hoffe, dass wir auch eine Erfahrung dazu gewonnen haben, ja, um mit solchen Situationen umgehen zu können. Das Wichtigste ist, dass man den Fokus immer aufs nächste Spiel richtet. Wir wissen, dass sehr viele Herausforderungen anstehen, aber wenn man zu weit vorausblickt, dann vergisst man die Gegenwart und das wäre dann fatal. Und deshalb geht davon aus, dass man zu 100% fokussiert ist immer auf das nächste Spiel.